Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Heute möchte ich euch in dem Video eine kleine Spatendiagnose zeigen zum Thema Zwischenfrüchte bzw. bewachsener Boden. Wir haben hier drei Felder in unmittelbarer Nähe. Hier drüben eine Ende Juli ausgesäte DSV Maispro. Hier auf dem Schlag Mitte Juli gesät, eine Mischung aus 50% DSV Maispro und 50% Warm Season. Man sieht, dass jetzt die Hirse, das Sorghum in der Mischung schon erfroren ist. Und hier haben wir eine Fläche, wo wir vor 3 Wochen den Sorghum geerntet haben und haben jetzt vor einer Woche Tritikale gestreut und das mit der Scheibenecke flach eingearbeitet, weil wir hier auch ein bisschen Probleme mit Ackerfuchsschwanz haben. Hier auf den Tischen liegt jetzt links ein Spatenstich aus dem Maispro und rechts hier vom Sorghumfeld, praktisch derzeit ohne Bewuchs. Auf dem Zwischenfruchtfeld bzw. auf dem Spatenstich obendrauf steht im Moment Öllein, eine Futtererbse. Wir haben hier ein bisschen Inkarnatklee, wir haben aber auch Taubnessel und auch Ackerfuchsschwanz. Schön zu sehen ist, wir haben hier auch Wurzeln bis an die Oberfläche. Ganz wichtig. Wir haben hier intensiv durchwurzelt nach unten. Hier ist sogar noch eine Maisstoppel aus dem Vorjahr, aus 2019, die jetzt intensiv verpilzt ist. Ja, die Pilze zersetzen jetzt diese Maisstoppel bis zum nächsten Jahr. Wir haben hier sehr schön zu sehen die Knöllchenbakterien von der Futtererbse. Und es ist alles sehr intensiv durchwurzelt. Es ist jetzt natürlich, egal wo ich grab, steht immer wieder was anderes. Der Boden war so gar, dass mir jetzt schon zweimal das alles vom Spaten gefallen ist. Das war echt Wahnsinn. Aber hier oben ist intensiv durchwurzelt, das ist wichtig, ja, das hält den Boden zusammen. Auch das, was unten jetzt schon weggebrochen ist, ja, hier ein Regenwurmgang, überall Wurzeln. So sollte das ausschauen. Es ist nicht optimal, ja, die Struktur hier ist immer noch plattig, aber wichtig ist, wie ihr da drüben seht, ja, wir haben immer noch komplett grünen Bestand. Die Sonnenblumen haben jetzt einen Frostschaden. Das Sorghum ist abgefroren, aber das ist genau das Ziel der Mischung, dass der Bestand langsam abstirbt. Immer wieder Komponenten dann auch zu Boden gehen, wenn es mal abgefroren ist. Man sieht es hier am Sorghum, der knickt dann ab. Und so geht es langsam nach unten. Hier bis vor 3 Wochen noch ein wachsender Bestand. Der Stängel ist auch noch grün. Wir haben hier oben drauf lediglich ein bisschen Ackerfuchsschwanz, aber ansonsten ist der Boden im Moment unbewachsen. Die Struktur ist oben im Moment noch sehr, sehr gut. Wirklich sehr gut. Ja. Hier die Sorghumwurzeln gehen natürlich auch noch tiefer. Aber ja, deswegen haben wir jetzt auch wieder Tritikale ausgesät, damit wir hier so schnell wie möglich wieder grüne Pflanzen auf die Fläche bekommen. Die kann in diese Wurzelgänge wieder reinwurzeln, reinwachsen über den Winter. Ja. Und wäre natürlich dann die Idealvorstellung. Jo.
wenn man das jetzt über den Winter beobachtet. Hier haben wir jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt hier nur Sorghum gehabt, ein paar Sonnenblumen. Ja. Und sehr wenige Komponenten. Ja. Das sieht jetzt hier auf der einen Seite, da wo das Sorghum wurzelt, ist die Struktur super. Hier drüben haben wir dann aber dafür kaum Bewuchs. Hier haben wir schon wieder sehr plattiges Gefüge. Und wenn es da bei uns mal nass wird im Herbst, ist es auch sehr schnell wieder zusammengehockt. Oder, ja, der Boden lagert dann dicht, wenn da nichts drin ist, was den hält. Ja. Die Wurzeln sind die Armierung. Das ist wie bei Beton. Wir brauchen diese Wurzeln. Die halten den Boden zusammen. Und wenn wir das über den Winter nicht drin haben, weil wir jetzt meinen, Zwischenfrüchte unterpflügen zu müssen, mulchen zu müssen, vor allem jetzt, wir haben heute, gestern 18 Grad gehabt, der Boden ist noch warm, wir mineralisieren da riesige Mengen, das ist auch hier, deswegen nur ganz flach, unten drin lassen wir alles so wie es ist. Ah, hier habe ich Triticale, genau, vor einer Woche gesät, die wurzelt schon. Und hier unten, ja, das ist alles nicht optimal, sicher nicht. Kann auch schon eine Fahrspur sein vom Ernten. Das ist das Problem im Biogasbetrieb. Immer wieder schwere Technik auf dem Feld. Und deshalb sind für uns die Zwischenfrüchte elementar. Das ist das, was wir alle zwei Jahre im Boden zurückgeben. Hier ist für uns die einzige Chance, hier was zurückzugeben und nicht nur abzufahren. Und deswegen ist, auch wenn es bei uns alle zwei Jahre Mais hat, diese 9 Monate Zwischenfrucht sind elementar in den 2 Jahren. Und von dem her ist der Mais dann nicht die schädliche Kultur, sondern der Mais ist dann, was nicht so tragisch ist, ja, weil wir haben davor 9 Monate was aufgebaut. Und wenn wir den Mais mit minimaler Bodenbearbeitung in den Boden bekommen, nächstes Jahr auch wieder ein paar Versuche mit Direktsaat, dann haben wir diese Armierung immer noch im Boden. Der Mais kann da wieder reinwurzeln und wir zerstören das Haus nicht immer wieder. Ja, so viel mal ganz grob fürs Erste. Ich wollte jetzt explizit nicht Nachbarflächen nehmen, sondern meine eigenen unbewachsen, bewachsen. Oder jetzt seit 3 Wochen unbewachsen. Aber selbst das merkt man schon. Und das hier ist jetzt schon eine schlechtere Stelle auch aus dem Acker raus gewesen. Ja. Aber wichtig ist, dass die Armierung hält. Ja. So sollte es aussehen. Es ist immer noch wahnsinnig trocken unten drin. Für Mitte November. Riechen könnt ihr es natürlich nicht, aber ich denke, das passt so. Schönen Tag euch.